Ich könnte dich an andere Dinge erinnern, aus Mega Man X3 zum Beispiel. Ja, aber wir sind hier nicht bei Mega Man X3, sondern bei Edna bricht aus. Servus Leute, willkommen zurück zu Mega Edna Man Woman bricht aus X3. Oder so. X4. Mit Steve Buffalo und Osama Beeple. Oder so ähnlich. Nee, mit Blizzard, Steve Buffalo und Gravity Osama Beeple. Oder je nachdem, Ah, wer das sein ich dachte wird. schon Blast Osama Hornet. Sieht wirklich Osama aus wie ein Hornisse. Naja, geht zur Böschung, geht Er zu hat halt Info. stichhaltige Argumente. Ja, das kann man so sagen. Ja. Wo war das jetzt? Also dann, gehen wir zuerst zur Büschung. Oder Böschung. Das sieht so geil aus. Lasst es auf euch wirken. Dum, dum, dum. Nee, nee, die Musik passt schon. Wir sind dann einsam verlassen. Wir kamen von da oben, fuhren dann hier entlang und auf einmal brrrr, drunken am Steuer. Straße, Anstalt, ja. Zur Anstalt habe ich eigentlich keinen Bock, zurückzugehen. Moment, da war ja Straßensperre. Was ist denn das da? Dass der nicht kalt ist in diesem Fummel. Und auch noch ohne Schuhe oder so. Ja. Pinkel in die Ecke. Ich glaube, ich gehe wieder. Und hoffentlich stehe ich diesmal nicht so lange auf der Leitung, so wie gestern. Ich habe auch gemerkt, dass bei der Bearbeitung gab es bei einem Part Probleme. Ich glaube, das war bei Part 24. Konnte ich den Rauscheffekt nicht entfernen. Leider, deswegen gibt es erst den ganzen Part über den Rauscheffekt. Aha. Ich habe eh am Anfang so einen kurzen Ausschnitt gemacht, wie sich das dann anhören würde. Weil irgendwie war dann meine Stimme total weggehallt. Das mag ich nicht. Okay. Tief und unergründlich. Unglaublich tiefgründig. Ich bin bei der Gesellenprüfung zum Wasserträger durchgefallen. Genau. Huhu! Wenn dort unten jemand mit einem Beton, will ich es. Warten wir schon. Kann ich da nicht rein? Nee. Wie kann sie bei einer Gesellenprüfung gewesen sein, wenn sie seit 10 Jahren in der Klasse war und dann als Kind schon reinkam? Naja, vielleicht hatte sie so einen hohen IQ, dass sie gleich mehrere Klassen übersprungen hat. Okay. Eigentlich habe ich keine Lust, zur Anstalt zu gehen, aber gehen wir mal. Was meinst du denn? Dorthin bringen mich keine 10 Pferde mehr. Oder andere Tiere. Tja, dann. Geh doch. Außer wegen Divinity, weil du es angesprochen hast, du glaubst mir gar nicht, wie oft ich schon Lust auf das Game hatte. Weil die ganze Zeit dieses, übernimmt der Speicherstände, wenn nicht, dann muss ich so viel nachholen, das kotzt den an. Deswegen habe ich dann so ein bisschen Schiss. Genau. Seitentür, Fahrerkabine. Notfall spiele ich dir nach. Okay, Hupe. Zu hupen wäre, glaube ich, nicht so gut. Gangschaltung, Gas, Bremse. Handbremse. Aschenbecher, genau. Der Zünd. Zündschlüssel fehlt. Ja, schön. Hupe sollte ich nicht drücken. Ich krieg den Gang nicht raus. Ich steige zuerst auf die Kupplung. So. Handbremse lösen und rollt er weg. Das Auto beginnt zu rollen. Genau. Hey, was soll das? Stopp! Nium. Unglaubliche Geschwindigkeit.
War ja ganz gut für mich. Immer zuerst die Kupplung latschen, dann Gang raus und Handbremse weg. Sogar die Polizei. Ich muss einen anderen Weg finden. Anderen Weg. Moment, was ist das da hinten? Eine Kirche oder so? Ja, Tatsache. Du bist so schlau. Das schlagt dir mal aus dem Kopf. Hallo? Dum, dum, dum. Sag ich denn sowas? Ich hab das Comicheft nicht mehr. Scheiße. Fuck. Captain Unbrauchbar ist für immer weg. Tja. Eine Schweigeminute für Captain Unbrauchbar. Er war wirklich unbrauchbar. Ich bin gerade echt traurig. Wenn ich mich anstrenge, kann ich vielleicht ein paar Tränen erzeugen. Ja, genau. Die Unterschrift von dem Doktor haben wir noch, aber Captain Unbrauchbar nicht. Der Rest? Welcher Rest? Der Rest von den Leuten, die sind alle irgendwo verstreut. Du musst dich mal umgucken. Kannst du bestimmt irgendwo finden. Das ist eine Treppe, die habe ich gar nicht gesehen. Genau. Oh, heil den Aluman. Bete den Gott an. Gott Aluman. Genau. Hallo Alu, alter Hund. Hast du den Unfall gut überstanden? Klicke, bucke, bicke, bucke, dicke, dicke, peng. Schön. Kannst du das übersetzen? Als wir diesen Unfall hatten und ich im hohen Bogen durch die Luft geschleudert wurde, da hatte ich eine Erleuchtung. Schuhe, die mitwachsen. Quatsch. Ich weiß endlich, wie ich mich in ein Energiewesen verwandeln kann. Wir haben alle dafür gebetet. Ich muss mich nur von einem Blitz treffen lassen. Es sieht nicht so aus, als würde es heute noch gewittern. Belästige mich nicht mit Details. Wenn ich erst ein Energiewesen bin, kann ich es gewittern lassen, wann ich will. Übrigens, da war ein Rechtschreibfehler vorhin drin bei Erleuchtung. Oh mein Gott. Hast du den Schlüsselmeister gesehen? Der tut gut daran, sich nicht blicken zu lassen. Meine buddhistische Gesinnung verbietet mir natürlich jeden Groll.
Aber ich glaube, Hoti und Moti sind recht wütend wegen des Unfalls. Sie sahen mir eigentlich ganz versöhnt aus, wie sie da unten in der Limousine hockten. Sie wollen ihm sicher die Zunge rausreißen und die Wirbelsäule brechen. Moti spielt Karten. Und dann biegen sie ihm die Fußnägel nach oben. Und Moti spielt eine Zigarette. Und ziehen seine Haut mit einem rostigen Nagel von den Knochen. Gut, das geht so aus dem Gut, dass ich so ausgeglichen bin. Genau. Eine Straßensperre blockiert den Weg. Ist es wirklich die Sperre, die den Weg blockiert? Ist es nicht vielleicht doch eher deine Einstellung? Nein, es ist die Straßensperre. Man kann sie sogar von hier aus sehen. Da drüben. Ist mal was. Moment, ich muss mal austesten. Mach keinen Wunsch. Ich kann es dir nicht versprechen. Dann aus, kann man da irgendwie die Lautstärke regeln. Offensichtlich nicht. Sonst hätte ich den Text lauter gemacht, aber egal. Hallo Alu, alter Hund. Leihst du mir das Antioxidationsmittel? Nein. Ich brauche es, um meine Leitfähigkeit zu steigern. Wenn mich der Blitz getroffen hat, kannst du es haben. Würde ich es doch eh bekommen. Meinst du, die Schocktherapie wird wieder umkehren? Interessanter Gedanke. Du meinst, man kann sich durch richtige Vorhersagen elektrisch aufladen? Was? Nein, das meinte ich ganz und gar nicht. Was ich meinte war... Elektrogeneration durch Präkognition. Das deckt sich mit meinen Theorien. Das würde bedeuten, dass ich als Energiewesen nicht nur omnipotent wäre, sondern auch omniscient, wenn mich nur endlich dieser Blitz treffen würde. Kannst so lange drauf warten. Viel Glück noch. Ich gehe. Mach keinen Unsinn. Kannst du nicht versprechen. Also, falls euch das Getipp alles zu laut ist, ihr könnt ja den Text lesen. Ihr seid ja nicht blöd, ihr Zuschauer. Ja, tut mir leid. Nee. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie die Zuschauer dann darüber denken werden, aber der Text erscheint ja hier und die können ja auch lesen. Oh, Entschuldigung. Was sind denn die anderen Typen alle? Ja, wer denn noch? Gibt doch nur noch einen weiteren. Endlich von einem Blitz getroffen. Ja. Wann ist der abgehauen? Wird bestimmt. Nein, der Schlüsselmeister? Der wird bestimmt auch irgendwo sein. Vielleicht ist er auch einfach von sich aus weitergelaufen. Schließlich ist er ja jetzt frei. Schauen wir mal. Das ist kein Mond. Das ist eine Raumstation. Habe. Schon Kaiser und Könige wollten den Mond mit Gold aufwiegen. Ich bin ja der Wolf, nicht du. Die Straßensperre ist weg. Warum auch immer. Nee, da ist sie wieder. War vielleicht sofort zum Zeichnen. Da sind noch weitere Fahrzeuge. Sogar die Polizei. Ich muss einen anderen Weg finden. Stellst du dir das vor, erst? Oh, Brückengeländer. Da unten kann ich den Fluss sehen. Davon hat mir mein Chiropraktiker abgeraten. Chiropraktiker? Sag mal, Brücki Brücko, du kennst dich doch aus. Was treiben eigentlich diese Radfahrer, die an Autobahnbrücken halten und runterstarren? Haben die irgendwas vor? Gute Frage, Edna. So verzweifelt bin ich noch nicht.
Brücke wohl ein wenig zu robust? Habe ich was, womit ich den Alemann einen Schock versetzen könnte? Wer weiß, vielleicht muss das ja auch gar nicht. Ach, vielleicht schon. Immerhin, es gibt eine Möglichkeit, dem Alemann einen Schock zu geben, glaube ich. Ich kann ihn einer drüber ziehen oder einen Stift im Arsch schieben. Ich glaube nicht, dass ich hier weiterkomme. Irgendwie wirst du schon weiterkommen. Guck mal an. Ich habe da einen astreinen Poloschläger. Aha. Und weiter? Eigentlich nichts weiter. Na dann. Uga! Guck mal, Alu. Das hier ist der grandiose Generalschlüssel. Aha. Und weiter? Na dann. Guck mal, Alu. Ich habe mir extra für dich einen Zehennagel abgekauft. Aha. Na dann. Hier ein Zehntel eines zehnteiligen Topfsets. Aha. Na dann. Guck mal an. Ich habe da einen astreinen Kugelschreiber. Aha. Na dann. Guck mal, Alu. Eine monstermäßig coole Zickzackschere. Aha. Na dann. Wenn das so weitergeht, komme ich nicht voran. Hey, hallo, alter Pirat. Hallo, Harvey. Passt du auch gut auf Edna auf? Na klar, Alter. Warte mal. Kannst du etwa verstehen, was er sagt? Naja, nicht immer. Das wäre ja auch ein dicker Hund gewesen. Nettes Plätzchen. Ein wenig Schwelle. Ich muss dringend mit meiner Bank reden. Später. Okay, ich habe offiziell keinen Plan. Soll ich den ganzen Plan. Erinnere dich mal an Wissenschaftler mit Strom. Wissenschaft mit Strom. Naja, was soll das mit Strom? Da irgendetwas Metallisches. Das mit dem Auto vielleicht? What the fuck? Damals war die Leichtbauweise noch nicht so entwickelt. Das wird nie mehr einen Oldtimer-Preis gewinnen. Du warst ein gutes Auto und hast viele schöne Kilometer erlebt. Lebe wohl. Kannst du den Alumann denn nicht irgendwie schocken? Gerade schon. Vielleicht, wenn ich ihm einen Schreck anjage, aber was soll ich das denn machen? Dann hat er einen Schock bekommen.
jetzt schon wieder? Autsch! Was war das? Der Blitz! Du wurdest vom Blitz getroffen! Im Ernst? Es fühlte sich nicht so an, wie ich es erwartet hatte. So unspektakulär. Nichtsdestotrotz, du bist jetzt ein Energiewesen. Ja. Ja. Das muss wohl so sein. Dann benimm dich auch entsprechend. Wuga. Wuga? Wuga! Wuga! Das war alles. Jetzt, wo du ein Energiewesen bist, brauchst du das doch sicher nicht mehr, oder? Wuga! Manchmal ist die Lösung näher, als man denkt. Stimmt. Das war der Schlüssel, oder? So, wofür ist dieses Mittel jetzt, damit etwas nicht rostet, oder wie? Ich hab das zwar, aber ich wüsste nicht, wofür es benutzen sollte. So, Kofferraum. Vollkommen rostfrei. Da gibt's auch noch einen Kofferraum, warum sagt mir das keiner? Tja, weil du niemals danach gefragt hast. Da ist ein Abschleppseil drin. Cool. Abschleppseil. Das Abschleppseil ist vollkommen rostfrei. Für so just for fun. Kofferraum, Autofrag. Abschleppseil mit Autofrag und dann irgendwie rausziehen. Aber wie? Der Wagen hat Totalschaden. Selbst wenn ich ihn da wieder rausbekäme. Geht da jetzt vielleicht irgendwas mit dem Fluss? Keine Zeit zum Angeln. Genau. Wir sind ja nicht in Azeroth. Versündige mich nur an fremdem Eigentum, nicht an der Umwelt. Sich man den Alemann fragen, was Sache ist. Oh Mann, über 23 Minuten und wir haben eigentlich nichts erreicht. Ich kann nicht mehr mit ihm reden. Diese Bank steht nicht im Halteverbot. Würde ich wahrscheinlich selbst bei Dark Souls oder so weiterkommen als hier. Wer rastet, der rostet. Doch dieser Ort der Rast ist rostlos. Was mit der Straßensperre vielleicht? Jetzt da ich was habe, womit ich es zerstören kann. Oder nee, Abschleppseil, jetzt komme ich da runter. Hallo. Geil. Gut, dann würde ich sagen, mit diesem Erfolg, der eigentlich gar kein Erfolg ist, verabschiede ich mich für heute. Das war Abbricht aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Viel Dank. Ciao. Und ciao.